Hallo Freunde, heute sprechen wir über die Bremssensoren aus unserem Shop. Wir haben den Bremssensor für mechanische Bremsen, das bedeutet Bremsen mit einem Seilzug, also die altbewährte V-Brake. Dann haben wir den Bremssensor für hydraulische Bremsen, dieser ist aber zum Nachrüsten auf eine vorhandene Bremse mit Sensor und Magneten. Und dann haben wir noch die Magura MT5E in der Schließervariante. Alle drei sind perfekt kompatibel mit unseren Barfangsystemen. Kommen wir nun zum Bremssensor für hydraulische Bremsen zum Nachrüsten. Einerseits haben wir hier den Sensor und hier haben wir diesen Magneten. Die Funktionsweise des Sensors ist recht simpel. Ist die Bremse sozusagen nicht betätigt und geöffnet, ist der Magnet in der Nähe des Sensors. Der Abstand sollte nur wenige Millimeter betragen. Ich nehme jetzt mal hier zu der Veranschaulichung den Bremshebel für die mechanischen Bremssensoren her, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Der Bremssensor kommt hier schon mit einer Klebefläche und dieser wird dann sozusagen, das ist von Bremse zu Bremse unterschiedlich, da muss man immer schauen, wo findet man den geeigneten Platz sozusagen für die Positionierung des Sensors. Hier bei diesem Beispiel könnte man das jetzt so machen, dass man den Sensor ungefähr hier platziert und der Magnet auf dem beweglichen Teil des Hebels. Wenn man nun jetzt den Hebel sozusagen aktiviert oder die Bremse betätigt, dann entfernt sich der Magnet vom Sensor und die Bremsabschaltung bzw. die Abschaltung des Antriebs im Motor wird dann vorgenommen. Der Sensor selber wird über diesen dreipoligen Higo-Stecker am Hauptkabelbaum angeschlossen, dann ist der Sensor im System sozusagen integriert. Kommt es jetzt vor, dass man irgendwo auf einer Tour diesen Magneten verliert, dann wäre ja sozusagen der Motor ständig unterbrochen. Dann empfiehlt es sich, den Bremssensor einfach abzustecken vom Hauptkabelbaum, zu schauen, dass beim Stecker, beim Hauptkabelbaum, beim Anschluss sozusagen, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann, wenn jetzt mal das Wetter nicht ganz so gut ist und dann kann man seine Fahrt schon fortsetzen. Kommen wir nun zum Bremssensor für mechanische Bremsen. Im Großen und Ganzen werden einfach nur hierbei die Bremshebel ausgetauscht, denn in diesen Bremshebeln sind die Sensoren hier schon verbaut. Ihr nehmt eure alten Hebel herunter, fädelt das Bremsseil raus und dann könnt ihr hier das Ganze schon wieder neu anschließen, sozusagen in Betrieb nehmen und der Sensor ist in eurem System auch schon integriert. Kommen wir nun zu dem Magura MT5E, also nur zum Bremshebel. Später folgt noch ein Video, wo wir euch die Magura MT5E ein wenig erklären. Die Funktionsweise des Bremshebels ist eigentlich identisch sozusagen von der Vorgehensweise zum mechanischen Bremshebel. Das Angenehme hierbei ist einfach, installiert euch die Bremse und ihr müsst das Ganze nur noch an eurem System anstecken. Hierfür gibt es aber ein spezielles Adapterkabel für die Barfangmotoren. Sobald ich die Bremse betätige, öffnet sich hier ganz leicht dieser Kontakt. Und der Bremskontakt, der Sensor, das ist diese Bewegung. Man sieht es, hier haben wir auch einen Spind. Und um diesen Spind handelt sich eigentlich, das ist eigentlich der Sensor. Um die Funktionsweise euch näher zu erläutern bzw. zu veranschaulichen, haben wir hier mal ein kleines Setup aufgebaut. Wir haben hier einen BWS HD in 68 mm Tretlagerbreite. Wir verwenden hier einen 52 Volt Akku. Wir haben den Eggrider mit dabei und ein Daumengas, damit man sehen kann, was da eigentlich dann passiert. Man kann jetzt sehen, wenn ich aufs Gas gehe, der Motor dreht sich ganz normal. Nun stecken wir uns mal den Bremssensor an. So. Wie man sieht, der Bremssensor ist jetzt angesteckt und wenn ich nun auf das Gas gehe, passiert für den Anfang mal jetzt gar nichts, weil es fehlt der Magnet. Hier haben wir jetzt den Magneten, ich gebe das Ganze jetzt mal hier hoch. So, ihr seht, ich gebe Gas, es passiert nichts. Und sobald sich das Ganze schließt, wird die Unterbrechung sozusagen aufgehört und der Motor dreht sich wieder. Das ist jetzt sozusagen die Funktionsweise, wenn die Bremse nun geöffnet ist.
Betätigt ihr jetzt nun die Bremse, dann entfernt sich der Magnet vom Sensor und es passiert Folgendes. Das heißt, die Unterbrechung findet statt.